und der mächtige Krieger erblickte am Horizont, weil er sehr, sehr kurzsichtig ist, die mächtige Festung des Feindes. Oder was auch immer, in Let's Play Dark Souls 2. Ich wurde darauf hingewiesen nach der vorletzten Folge, dass ich vom Thronwächter und Thronverteidiger jeweils die Rüstung jetzt kaufen kann. Da ich nach der letzten Folge ein bisschen Koop gemacht habe, hatte ich auch genug Seelen, um das Gleiche zu tun. Und während ich jetzt hier entlang laufe, oder wieder entlang gelaufen bin, habe ich noch, ich glaube, 3 verbliebene Lurchis unterwegs weggehauen. Mit meinem Krummschwert plus 5. Ja, ich habe die verstarrten Drachenknochen benutzt, um die Waffe, die ich aus der Wachenseele gefertigt habe, mal ein bisschen zu verbessern. Ein bisschen kann man das nicht ein bisschen verbessern? Ja, das ging. So. Mir wurde auch geschrieben, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Leomedes, der sich auch hier köstlich drüber amüsiert hat, wie sehr ich am Ei vorbeischlug und dann Looney Tunes-mäßig runterfiel. Ja, hernieder. Das ist übrigens die, ich glaube, Verteidigerrüstung oder Wächterrüstung ist es, glaube ich. Die mit dem Bart, der mit dem krassen Schild. Ich überlege mir auch, ich war nämlich auch nochmal bei Ornifex und habe mir angeguckt, was für Sachen ich mir mit den neuen Seelen herstellen kann, weil mir das auch nicht gespoilert wurde. Aber wenn mir da was zugesagt wurde, dreh dich doch um, du Mumienmann. Und zwar, ich kann mit der Seele des Drachen. Achso, hier war es, wo ich runtergejumpt bin. Okay, dann ist das der große Platz, den ich gesehen habe. Nochmal mehr, okay. Und den Nigger nehmen wir. Entschuldigung. Normalerweise sage ich das nicht. Ah, das Krummschwert ist so gut, was das anbelangt. Und da hinten ist auch noch was. Moment, was wollte ich jetzt gesagt haben? Jedenfalls wurde mir gesagt, Leomedes meinte zumindest, dass diese Eier nicht... Yay! Yeah, dass diese Eier... Ey! Hey! Was soll... Ich nehme, glaube ich, doch ein Großschwert. Ansonsten ist es ja grausam. Jetzt habe ich zweimal an diesem Typen vorbeigeschlagen. Ich glaube es nicht. Naja, egal. Jedenfalls, dass die Eierschalen lediglich die Ausrüstung zerstören bei dem Matsch, der da drin ist. So, Moment. Eine Sache wollte ich dann doch noch gerade mal nachgucken, ob ich da richtig liege. Ich glaube, das ist der Seiteneingang gewesen. Aber ich möchte ja trotzdem nicht unbedingt genug Eier kaputt machen, weil es ja auch teuer ist, die eigene Ausrüstung zu... Oh, da unten geht's auch lang. Die eigene Ausrüstung zu beschädigen und so weiter. Kommt, Moment, jetzt kann ich mal austesten. Ich kann hier nicht dran vorbei. ZBM3 Atlantis und Co. haben mir wieder geschrieben. Nämlich, dass ich mit irgendeiner Seilbahn... Finde ich hier Seile? Oh, hier ist ein Seil. Da? Ne, da war ich noch nicht. Da sehe ich einen Schatz im Hintergrund. Dass ich mit, auf diese eine komische Insel oder was das war, mit einer Seilbahn runterfahren kann und mich im richtigen Zeitpunkt muss ich mich, glaube ich, dann runterstürzen. Oh, da kommt wieder Freude auf, glaube ich, sowas. So, das, ich glaube, da hinten, das hier ist die Abkürzung, oder da komme ich dann zur Abkürzung mit der Leiter. Das sieht aus wie die Höhle mit dem Leuchtfeuer drin, weil es da hell ist. Aber bevor wir da hinfahren, weiß ich ja nicht, ob ich da wiederkomme. Und deswegen schauen wir uns hier mal weiter um. Okay, da komme ich nicht weiter lang. Und ansonsten durfte ich feststellen... Moment, von... Da? Moment, nee, Moment. Hä? War hier schon, aber hier noch nicht. Sieht auch alles so ähnlich aus. Aber was ich feststellen durfte, war... Nein, da springe ich nicht runter. Nein. 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 Nein! Nein, also da muss ich super, da muss ich irgendwie 50 Lagen von den Narrenhosen anziehen, damit ich das überlebe, glaube ich. Und hier komme ich nur von irgendwo anders nochmal hin. Meine Güte, ist das hier kompliziert aufgebaut. Da blickt ja niemand durch. Wobei viele Wege führen oder alle Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Und so ist es auch hier der Fall. So, nee, da war das andere Ding. So, dann. Das hier ist. Da, wow, tatsächlich, bin ich hier schon fertig? Komme ich hier etwas schon zum Schloss? Nee. Dann, Moment, da war gar nichts. Da wollen wir uns noch woanders lang bewegen. Ja, ich habe mir, wie gesagt, die... Von da komme ich doch, oder? Jo, dann bleibt eigentlich nur noch dieser Weg hier offen. Das ging ja relativ... Ach so. Oh, hier muss auch noch eine Stickbewegung machen. Moment. Hätte ich mich jetzt irgendwo anders abseilen lassen müssen? Oder nicht? Hank? Und wozu ist das Ding da unten da?
Ich habe gerade das Gefühl, als ob ich einen Fehler gemacht hätte. Nee, hier ist die Leiter. Dann kann ich die runterfahren. Aber wozu ist das gut? Von wo aus? Ah, nee, oder? Nee, hier komme ich auch nochmal weiter. Ah, so ist das. Aber ich hatte doch hier noch einen Schatz gesehen. Hatte doch noch hier irgendwo eine Leiche rumliegen sehen. Da habe ich mir gedacht, ja, da warst du noch nicht. Das würde sich mehr oder weniger lohnen. Wo war die denn? Nee, da unten nicht. Und ich muss auch die Seilwinde finden. Ich habe gerade auch wieder gedacht, ich habe irgendwo einen Schatz gesehen, aber das war auch wieder nicht der Fall. Ich muss noch irgendwie diese Seilwinde, ich sag mal Seilwinde, dieses Seil finden. Das kann was, Seil. Wo ich mich runterlassen kann. Nein! Obwohl, es ist egal. Es ist egal. Ich muss nicht ans Leuchtfeuer mit meinen paar Silchen. Damn! Ach, egal. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wieder hier zurückzufahren. Ich sehe diese Seile irgendwie nie. Moment, guck mir mal, stell mir mal. Verdammt, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So. Oder kann ich da lang? Also, erstmal egal. Ihr sagt mir ja bestimmt Bescheid. Wir fahren hier erstmal ganz locker. Ah, da muss ich runter. Aber wie geht das? So. Okay, wir sind hier also wieder da, wo wir angefangen haben, glaube ich. So, jetzt gucke ich nochmal rüber. Nee, falsche Richtung. Von wo kommen wir denn jetzt genau? Hier war das, gell? Jo. Und dann muss da unten, wenn ich denn jetzt was sehen könnte. Wo war's denn? Hier! Ah! Wer hätte auch schon damit gerechnet, das im ersten Versuch zu schaffen, ne? Ja, muss nicht irgendwie wieder diese langen Unterhosen anziehen, damit ich mich diesen Fall auch überlebe. Okay, nochmal. Also, knapp hinter der Zug, hinter der Wackeldackelbrücke. Pah! Ja, ja, ja! Ja, ja! Zweiter Versuch! Zweiter Versuch! Yeah! Und alles für die Seele eines großen Helden! Hurra für Gefahrenzone! Gute Arbeit, kurz gesagt leichtsinnig. Ich glaube, die bewerten wir sogar. Ja, bewerten. Und dann schauen wir mal, wie der gute Mann hier gestorben ist. Komm, komm, steh auf. Ja. Und er fiel einfach runter. So, dann bis gleich. So, bin wieder da. Bin da quasi hochgeklettert oder rumgeklettert. So, da komme ich wieder an den Anfang. Aber ich müsste mich hier... War das hier? Ich glaube... Ja, genau hier war es. Genau, ich wusste doch. Hier muss ich mich irgendwo runterfallen lassen, um noch einen Schatz mitzunehmen. Oh, das hat sich sogar für mich sehr gelohnt. Glitzerndes Titanit, davon kann ich momentan immer noch nicht genug kriegen. Und die haben hier schon wieder was eingebaut, wo ich die Rabenfeder benutzen muss? Okay, dann bis gleich. Aber warum sollte ich die Seelen der Bosse auch nicht gegen das Zeug eintauschen, was ich eben nannte? Gegen dieses Großschwert und so weiter. Mit Zaubern kann ich momentan einfach nichts anfangen und ansonsten... ja, ist das Zeug mehr oder weniger eh Müll, weil ich so viele Seelen jetzt sicherlich nicht mehr brauche. Okay, dann wollen wir es... Oh, oh, das haben sie echt cool gemacht. Ui. Dieser Wackeldackel-Effekt. Oh, meine Güte. Wieso springt der andauernd? Na, ist auch egal. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Und bin am Drachenschrein. Irre ich mich oder war das nicht in der Preview mal, dass genau bei dieser Zugbrücke oder bei... Ach, ich sag mal Zugbrücke. Bei dieser Hängebrücke hier irgendwie mal ein Drache irgendwie angeflogen kam und jemanden runtergeschmissen hat oder die Brücke zerstörte. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, das Gebiet hier war wesentlich kürzer, als ich das in meinen kühnsten Träumen erwartet hätte. Das sieht wesentlich größer aus. Aber ich muss mal sagen, das haben die echt cool gemacht. Oh, da ist sogar ein Leuchtfeuer. Das haben die echt krass gut und gut gemacht mit dem, ja, miteinander verbundenen, ineinander geschlungenen, ja, wie soll ich sagen, Seilbahnen und so weiter. Wobei, ich bin nicht ganz sicher, aber das sieht so seilbahntechnisch nach mehr aus. Nach mehr! Ich könnte mir vorstellen, dass ich eine komplette Insel vielleicht übersehen habe. Aber auch an Standardgegnern gab es da ja nicht so ganz viel. Ich bin mal gespannt, was der Kerl drauf hat. Super Delay-Schlag! Hey! Mein Ding ist immer noch... Wow!
Wow, der hat mir das direkt durchs Fressbrett durchgesteckt. Nicht funken. Zwischen... Oh, uns funkte... Was zum Teufel? Wo kam das denn jetzt her? Weg. Weg. Nein. Wo ist der scheiß Eingang hier von? Mensch. Wieso finde ich... Oh, der hat Laserstrahlen. Der hat die Macht. Er hat die Macht. Er ist He-Man nach 20 Steroid-Präzisions-Spritzampullen nach dem Frühstück. Okay, Zeit für heftige Kabanzmann-Angriffe. So, ich bin wieder da. Super Delayed-Angriff. Okay, danach kann ich babengsen. Ich habe babengst. Schon wieder so große Analondo-Krieger-Dingser. Und babengsen. Gut, ich habe den ersten seiner Art erledigt. Sie sind... Oh mein Gott, das ist der Superpoop. Kalamet, bist du das? Was zum Teufel? Dir? Von wo kam das? Ich hab zuerst gedacht, das hätte aus seinem Schwert irgendwie sowas rausgefeuert im Moment, als ich das nicht gesehen habe. Also es sind hier die Drachen, die zurückballern. Zum Glück nicht allzu stark und heftig. Jetzt gibt's was zu naschen. Ja genau, hol sie runter. Mache einen Schutzschirm über mich drüber oder irgendwas anderes. Oh. Vielleicht gibt's hier einen Anti-Blitz-Regenschirm. Dann müssen das wahrscheinlich die weiterentwickelten Drachental-Wyverns oder sowas sein. Okay, es ist keine Mimik. Wir haben genug. Achtung! Hinter uns, hör auf zu Flut. Weisheitsstab, Maske des Urteils, Gewand des Urteils, Manschetten des Urteils, Hose des Urteils. Bin ich jetzt Richter? Alexander Bernd! Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen schneller auf den Beinen hier durch. Was haben wir denn hier? Ah, noch eine Truhe. Ich weiß es nicht. Das sieht auch wieder Asche. Hier könnte irgendwas kaputt gehen, da wo die Sonne drauf scheint, oder? Moment, was steht denn hier? Lügner voraus. Niemals! Spring! Oder so. Ich sehe da Blutlachen. Ich könnte mir gut vorstellen, was da drin ist. Entweder etwas, was Zähnchen hat oder Finger. Oder was anderes. Ne, Moment, das machen wir so. Und jetzt? Na, stell dich gescheit hin. Zum Glück können wir hier nirgendwo runterfallen. Okay. Blutfleck. Jetzt gucken wir mal nach. Okay, er hat irgendwas versucht zu parieren, ist gerollt und gestorben. Das bedeutet, die Truhe ist eventuell doch nicht so tödlich, wie es zuerst den Anschein hatte. Trotzdem haben wir... Achtung! Okay. Da traut sich niemand... Drei Asketenleuchtfeuer? Also die legen es drauf an, dass man es benutzt, oder? Ja, was soll's. Aber ich vermute mal, ich soll es hier nicht an diesem Leuchtfeuer benutzen, weil der Typ, der He-Man, der große He-Man, ist schon so sehr, sehr krass drauf. Mit seinem super Britzel... Schlag. Wenn mich der große Drache hier willkommen heißt. Och nee. Ich hab doch immer die Achillessehne mir gegen den Keulen, Mann. Das hatte ich schon. Sag ich doch. Der Keulen, Mann. Ich sag's doch, ich habe die Achillesferse gegen den Keulen, Mann. Glaub mir ja niemand. Ich lebe wieder. Zumindest. Nee, falsch. Nee, doch richtige Richtung. Hoffen wir, dass wir den He-Man fertig machen, oder wir hoffen, dass sie nie wieder auftauchen, wenn man sie einmal erledigt hat, weil sie so krasse, geile Burschen sind. Super Delay-Schlag! Super! Was zum? Nee. Oh! Bamsen! Was? Hat es nicht. Es hat genug gebamst. Gut, was gibt's dafür? Ein Drachenamulett. Das war auch wieder was zum Wiederbeleben, oder? Naja. Ich hätte. Zumindest. Das hat mich noch getroffen? Nee, ey! Nee! So, Keulenmann. Wir holen unsere Seelchen wieder. Oh, shit! Der kann damit. Sein Gar. Ach du Scheiße! Kann der auch mal. Der Gegner kennt das Konzept von Ausdauer nicht, oder? Ja, Deathborn, die Tode, die dir zum Versagen fehlen, so über 400 oder was es war, ich werde sie allein schon beim Keulenmann verbraten, glaube ich. Der ist ja schlimmer als die Bosse bisher. Pause,
Und Papa aus. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ui, boah, ist der schnell im Drehen. Der war früher der Meister im Flaschendrehen. Er hat aber so ziemlich das gleiche Moveset neben ein paar zusätzlichen Goodies. Wie auch die Schwertritter in Anor Londo zerbrochen 2. Wie trifft mich das, ey? Ich war davon weit, weit weggerollt. In das Königreich bei. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich gegen den Typen da kämpfen soll. Der haut ja nur. Ich gehe einfach hier entlang. Da sind sie blöd am gucken, gell? Wieso soll ich gegen ihn kämpfen? Bin ich blöd? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hinter ihm irgendwie... Was? Das ist doch nicht mal in der Nähe was gewesen. Bums. Okay. Er ist schwach geworden. Boah, wie schnell der angreifen kann. Leck mich am Arsch. Und dann dazu noch die Power Ranger von oben. So. Pauz. Jetzt muss ich erstmal Ausdauer sammeln. So, jetzt töten. Nein, nicht mich. Nicht mich. Nein, nein, nein. So, gegen den ersten habe ich meinen dicken plus 10 mal ausgepackt, aber das hat nicht viel bedeutet. Deswegen nehme ich mal auch meine Keule. Mini. Keule. Pouts. Pouts. Okay, sehr gut. Keule for the win. Also nicht deine, sondern meine. Aua. Ich darf nicht zweimal hintereinander herhauen. Scheiß Blitzbälle von oben. Liebe Spieleentwickler, ich halte jetzt mal ein Plädoyer für mich und gegen euch. Wenn ihr eure Gegner designt, dann versucht doch mal ein kleines bisschen Logik dabei zu beachten. Ich meine, ich halte es für vollkommen dämlich. E-Mails zu lesen, während ich kämpfe. Ja, das auch. Ich halte es für vollkommen dem... Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich halte es für vollkommen dämlich, einem Gegner schneller mit einem dicken, fetten, schweren Keulen-Schwinggerät angreifen zu lassen. Genau, mach das. Als einen Ritter mit einem leichten, wesentlich leichteren Schwert. Was soll das? Genau, sowas hier zum Beispiel. Ist doch vollkommen abstrus. Das... Vollkommen daneben. Okay, sauf schnell. Nicht! Wow! Oh, leck mich am Arsch. Oh, gelobt sei... 4, 5, 6! Hör auf! Das ist doch völlig abstrus. Was soll man denn da noch zuschlagen? Boah. Erstmal hinter die Säulen. Boah! Wann soll man denn... Hör auf, durch die Säule zu kommen. Wann soll man denn da noch zulangen, ey? Das ist ja abstrus. Das ist ja völlig abstrus. Der muss ja noch nicht mal Pause machen. Der kann sich zwischendurch einen Müsli-Riegel reinpfeifen, während der das macht. Mit seinem C-Arsch. Seine Mutter war amputiert. Und... Scheiße. Ja, das auch. Beides war seine Mutter. Töten. Oh, ich glaube, das kriege ich nie wieder hin. Laufen. Ich hoffe, ich muss hier nicht hinter. Boah, leck mich am Arsch. Was für ein Sack. Boah. Boah. Oh. Ich kann nicht mehr. Es ist... Völlig abstrus. Leck mich am Arsch. Ich glaube, den muss ich versuchen. Ich will nicht gegen die Keule antreten. Nie wieder. Nie wieder. Lügner. Ja. Hier gab es noch eine andere Treppe, oder? Bitte führe mich nach Rom und ich lasse die anderen Knacker einfach aus. Und dann bin ich glücklich. Moment. Vorsicht vor Hinterhalt links. Moment. Was? Was? Moment mal. Okay, das ist ein Ritter mit einer Truhe. Und das heißt, den könnten wir theoretisch schlagen. Weil es ist ein Ritter mit Schwert. Und die sind wesentlich
einfacher. Hust, hust, hust. Als alles, was sich sonst noch hier verbirgt. Das ist es quasi hier, 1:1 die Gegner aus Scheiße. Eins. Nein, nein, nicht. Ach, das ist dieser Kackdrachen. So 1:1 der Ritter, die Ritter aus, wie heißt es, aus dem Heideturm, vom Bewegungsmuster her, mit noch vielleicht einer zusätzlichen Attacke oder zwei. Und, ja, der... Oh, Mann, ey! Da oben steht jemand und lacht sich ein, als ob nichts wäre. Dieser blöden Pennerdrachen. Da muss ich auch noch drum rumlaufen, um diese Sackratte hier. Und hab nicht mal Platz dafür. Jawohl, wenigstens noch mal ein Treffer. Oh mein Gott. Poing, 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 poing. Mein Gott, sie rubbeln sich noch mal ein, bevor sie sterben, wo ich denke, mein Gott, die leben noch. Aber sie leben nicht mehr. Das Ding hat Gott sei Dank ein Geländer. Diese Kackdrachenviecher. Mindestens macht es nicht so viel Schaden. Glitzerndes Titanit, jawohl. Und jetzt, ist die Frage... Ah, hier war die Treppe. Moment, das war die Treppe, die mich zu diesen anderen Zweien führt, oder? Ich hoffe, ich muss die nicht machen. Ich hoffe, es ist sowas... Oh mein Gott! Das ist der Klingelbeutelmann! Der Eiermann! Ugh. Mindestens noch mal ein einfacher Gegner. Hoffe ich zumindest. Ich habe gedacht, das wäre ein guter, lieber NPC gewesen. Aber nein! Fahlstein. Ich bin gerade auch ganz fahl. Vier Estus... Ach nee! 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 Nee, bitte nicht! Ich muss an diesen Pennern vorbei. Hurz! Und sie kommt gleichzeitig! Jawohl! Jawohl! Scheiße, warum muss hier eine Tür sein? Roll! Roll! Wow! Moment. Hier könnte ein Leuchtfeuer in der Wand sein. Das ist ja völlig abstrus. So eine Beulekeule ist ja noch schlimmer als die letzten Bosse, die wir hatten. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann auch noch einer mit Schwert und Keule gleichzeitig? Niemals! Niemals! Das können sie hier nicht machen. Das kann denen nicht... Okay. Oh nein! Oh Gott! Nein! 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 Geht weg! Geht weg! Ja, sie hören noch mich. Geht weg. So, du kommst her. Komm her! Komm! Come to me! Oh, sie... Da oben ist ein großes Tor. Ja, ab jetzt wird's einfacher, oder wie... Das ist doch nicht wahr, zwei große von denen gleichzeitig. Wie soll das? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Wo ist die Scheißtür? Ugh. Leck mich. Ich, Running Man. Ist da irgendwas? Ich hoffe nicht. Sind da nochmal zwei große? Nein. Sind, oh, das sind die Schotelmansen. Lauf. Oh nein, da sind noch mehr. Große Beulenkeulen, Mann. So, du kannst mich mal abvisieren. Lauf, lauf, lauf! Und sauf. Oh, genau in den Raum mit dem großen Drachen rein. Oh. Ihr Angsthasenpenner. Warum bist du ein Lügner? Warum bist du ein Lügner? So. Okay. Guck mir mal, woran er krepiert ist. An Runterfallsucht. Er soll mich ja willkommen heißen, aber dann frage ich mich, warum er seine ganze Armada mir entgegenstreckt und schickt und whatever. Warum macht Link ein Schiebepuzzle in der Schattenwelt? Wer ist... Hä?
Dann ist es also der Thron des Lebens. Herz des Aschennebels. Okay. Was ist das für ein Ding? Obwohl, das könnte als, wenn das ein Schlüssel war, dann wird es unter Schlüssel sein. Ah, hier, okay. Was ist das denn? Herz des Aschennebels. Vom uralten Drachen erhaltene Aschennebelform. Die Magie des uralten Drachen ermöglicht es euch, in die Erinnerungen der Vergangenen hinabzusteigen. Okay. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, was ich damit machen soll. Ich habe alle Türen bis jetzt aufgekriegt, die ich aufkriegen wollte. So, ich weiß nicht mehr, wer es war. Oh, ich kann mit nochmal sprechen. Oder auch nicht. Dass dieser Drache hier ein optionaler Boss sein soll. Das Problem ist, ich möchte ehrlich gesagt, wenn es eins geben sollte, erst ein Leuchtfeuerchen hier machen oder vorfinden oder whatever. Das ist ja abstrus, was die ja hier an Gegnern auffahren. Und wenn ich jedes Mal hier, keine Ahnung, ich habe irgendwie was mitgekriegt von irgendeinem Drachen als Boss, der unglaublich krass und schwer sein soll. Eventuell ist das hier eine Art optionaler Superboss, wie man sie aus vielen verschiedenen JRPGs kennt. Aber wenn ich mich jedes Mal an diesen Knaben hier vorbeischlagen muss, wo ich keinen blassen Schimmer habe, wie sich die überhaupt kämpfen, und das war, glaube ich, eher sehr viel Glück, dass ich hier durchgekommen bin. Sehr viel Glück. Und dann ist eventuell dann eine Nebelwand da, wenn ich versuche, ihn anzugreifen. Seit wann bist du denn dahin gelangt? Der hat schon eine coole Rüstung, muss man sagen. Das ist so ein Wyvernkrieger oder sowas. So, ich muss gucken, ob ich meine Chance kriege. Nein, die kriege ich nicht. Fuck. Ich sollte jetzt intelligent sein und zurück... Oh, er kann mir den Schild wegschlagen, wie es mir scheint. Also selbst die kleinen Mobs sind richtig, richtig... Die können was, sagen wir es mal so. Scheinen es zumindest. Und, ja, mich nochmal hier dran vorbei zu schlagen. Und auch noch so fucking schnell. Und ich komme nicht zum Backstep. Okay, die Aufnahme war ziemlich für den Arsch gerade. Ich bin an diesem Viech gestorben. Und, ja, ich glaube, ich mache erstmal Schluss. Jeder Standardgegner hier ist richtig krass. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, mich daran vorbei zu kämpfen, mehr oder weniger. Aber ich lasse es jetzt erstmal bleiben und vielleicht weiß ja jemand um euch, um eine schöne Strategie oder sowas. Ich frage mich, ob der Typ die Treppe hochkommt. Und ich frage mich, ob der Keulenmann wieder respawnt, aber wahrscheinlich... Ja, der Keulenmann respawnt natürlich wieder! Aber der kommt eventuell auch die Treppe. Also an den beiden komme ich noch vorbei. Das ist ja in Ordnung. Glaube ich zumindest, wenn sie mir nicht nachstellen. Die sind relativ einfach zu umgehen. Okay, das geht. Aber ab hier... Die kommen zu zweit, definitiv. Und dann... Und der geht wieder zurück. Ja, ich bin ein bisschen überfordert. Also gut, der andere eine tanzt jetzt da auch nur so rum. Und die Tür wird definitiv wieder zu sein, weil wenn ich... Und dann sind noch die Scheißviecher dabei. Komm du. Die Folge wird wieder... Definitiv wieder viel zu lang, aber... Naja, was soll's. Oh, seht ihr, da kommt er. Der Keulenmann. Da kommt er. Und nun muss ich gegen beide gleichzeitig antreten. Das macht er immer, wenn der Homie... Das ist genau die KI wie im Heideturm. Da kommen die Homies dann auch, wenn der Erstling angeknackst ist, möchte ich mal sagen. Oh, shit. Kommt der... Oh, da kommt Mr. Keule wieder. Boah, das wird schon allein anstrengend, sich hier... 15 Mal irgendwie zu sterben, beziehungsweise die 15 Mal zu klump zu hauen. Das alleine wird schon hier eine große Herausforderung sein. Okay. Also wenn er nichts macht, dann ist es okay. Aber er macht ja was. Okay.
Okay, da kann ich den raufhauen scheinbar. Und da haut er mir ins... Also die Keulenviecher sind mir schon sowas von über. Und dann dazu noch die Kleinen, die ich, wo ich noch nicht mal weiß, wann ich sie hauen soll. Die haben ja quasi kaum Regenerationszeit. Ich mache hier erstmal Schluss. Ciao.